Guten Morgen, Günaydın, Cem Dobre, live von der FIBO 2023, Freunde. Ich bin nicht alleine da. Ich habe mir starke starke Unterstützung geholt. Die beiden Streithähne sind am Start. Heiko Kalbach, Paul Unterleitner und der Fake-Stoffer und Fisch Aesthetics. Ich denke mal, mehr Chaos, eine Gruppe mit mehr Chaos konnten wir nicht finden. Aber ich habe sie natürlich gefunden. Und wir machen jetzt zu viert einen schönen FIBO-Rundgang. Viel Spaß mit dem Video. Ich habe einen kleinen Freund mitgebracht. Und zwar diesen professionellen, getestet von der GmbF, ANBF und wie die ganzen Verbände heißen, patentiert von Berend Breitenstein, unserem Doktor, den Lügendetektor-Test. Und wir werden heute ein paar Jungs und Mädels eventuell auch befragen, ob sie denn natural sind oder nicht. Und da wir natürlich vorher gucken müssen, ob das Ding auch funktioniert, werden wir als allererstes beim Heiko fragen. Ne? Ich stelle dir jetzt eine Frage, du musst die ehrlich beantworten. Bist du aktuell auf Sendung? Ja oder nein? Nein. So. Es funktioniert. Dreimal grün heißt, er hat die Wahrheit gesagt. Ach so. Frag mich mal nach meinem Alter. Heiko, bist du über 60 Jahre alt? Ich bin 23. War spannend jetzt, ne? Funktioniert. Ja. Also, so wie so, ganz kurz noch. Er ist jung geblieben. Ganz kurz noch bei dir. Du musst natürlich, du kriegst jetzt erstmal die. Bist du auf Stoff? Nein. Nein. Boom, explodiert, Alter. Jetzt gibt's einen Schock. Macht aber auch spannend, ne? Siehst du, also das Ding ist wirklich geprüft, es funktioniert. Und natürlich den letzten, unseren Fake-Stoffer müssen wir auch noch fragen. Tumisch, bist du aktuell auf Stoff? Tatsächlich. Zeig mal her. Eigentlich müsste jetzt Lüge kommen, weil das ist ja unser Fake-Stoffer. Siehst du, es funktioniert. Also, so, let's go. Wir müssen jetzt jemanden suchen, der ganz verdächtig ist. Heiko, bitte, Brille hast du dabei? Sonnenbrille, reicht doch. Paul, du bist auch auf der Hut, ne? Ich muss aufpassen auf die Dopingkontrolleure hier. Wenn wir irgendwas Verdächtiges sehen, sofort einschreiten, Freunde, ich sag's euch. Aber dieses Vierer-Kommando hier gefällt mir ganz gut. Ja, auch eine kleine Schlange hinter uns. Ja, hier sind schon 50 Meter gelatscht, wir sind nur Pfeifen unterwegs. Also sagst du, die FIBO ist zu natural dieses Jahr? Ja, irgendwie schon. Passt irgendwie vorne und hinten nicht, ne? Wunderst, dass die nicht alle ihren Hula-Hoop-Reifen mit haben. Heiko, hart am Verteilen. Hör mal, wie ist das denn jetzt mit euch beiden? Ich habe euch beide ja jetzt hier extra organisiert, dass wir uns hier alle versammeln, nach den ganzen Streitigkeiten hier im Internet. Paul hat ja eine Ansage gemacht. Hast du drauf? Aus der Kalten auf Link hat er mir angewichst. Ich werde natürlich die Herausforderung liebend gerne annehmen. Ich habe mir auch schon was überlegt, was ich machen werde oder was wir machen werden. Wir werden ganz kurz mal, Beine trainieren. Wir werden mal seine Beine auf Vordermann bringen. Jawohl. Kennst du den Trainingsplan von ihm, seine Beine oder was? Ich habe mit ihm Bizeps, Trizeps gemacht und das war schlimmer als jedes Beintraining, was ich selber trainiere. Bist du auf Stoff oder bist du natural? Ich verstehe die Frage nicht. Einfach mit Ja oder Nein antworten. Ja. Also bist natural. Nein. Bis aufs Dorf, okay. Dann können wir gucken, einmal wir andersrum. Ja, nee, doch so. Schon richtig, Heiko. Ich weiß, was ich tue. Ich bin doch Dopingbeauftragter von der GmbF. Also halb, du hast mal genommen. So, der Kollege. Jetzt auf Start drücken. Jetzt. Du kennst dich aus damit. Ich kenn mich aus damit, ja. War. Stoff oder nicht? Ja. War. Ey, das Ding funktioniert bis jetzt wirklich so. Trotzdem müssen wir gewinnen. Wir wollten halt nur fürs Video gucken. Sie sehen ja schon wirklich stramm aus. Das sind Muskeln bei einer Frau, die sieht man nicht allzu häufig. Okay. Jetzt eine seriöse TV-Show. Richtig. Vom Netti TV. Sagt Ihnen die Sendung was, Netti TV? Mir auch nicht. Ganz kurz. Die Frage stellt Ihnen jetzt der Herr. Wir wollen die Fake-Lügner herausfinden. Deswegen frage ich Sie, konsumieren Sie anabole Steroide oder nicht? Ganz viel. Ganz viel. Nein oder ja? Und dann ist unser Lügendetektor. Und nein. Einmal drauf die Hand. Komm, Sie haben so wunderschöne Hände, die Dame. Bitte. Jetzt bin ich aber gespannt. Sie sagen nein, noch nie. Nein. Kurze Finger. Er macht es spannend. Das ist die Wahrheit. Ja. Sie haben nichts gewonnen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag auf der FIBO. Danke. Da ist aber noch keine Lüge dabei, oder? Bis jetzt nicht. Also das Ding funktioniert. Ja, oder das Ding ist auf die Wahrheit eingestellt. Oder auf richtig jedes Mal. Wir sind übrigens extra in der Halle, da wo ein bisschen weniger los ist, weil sonst wäre es absolutes Chaos. Deshalb haben wir jetzt auch nicht die krassen Leute getroffen, weil die alle in einer anderen Halle abhängen. Aber hier ist halt ein bisschen ruhiger. Immer Schritte sammeln vermeiden. Wir meiden Cardio und Aufzüge meiden wir nicht und Rolltreppen. So, jetzt habe ich es. So, hier haben wir doch mal ein bisschen bessere Übersicht von dem ganzen Spektakel. Der Kollege hat doch einen strammen Ärmel. Du hast aber einen fetten Bizeps, Alter. Leck mich am Arsch. Auch, ja? Ich auch, ich weiß. Aber deiner ist auch stramm. Zeig mal den linken. Boah! Wie lange trainierst du schon? 13 Jahre. Kannst du mir Tipps geben? Nimmst du naturale... Nimmst du anabole Steroide, ja nein, oder nein? Nehm ich nicht. Nimmst du nicht? Nehm ich nicht. Können wir den Lügendetektor benutzen bei dir? Ja, ich war bei der GmbF vor 2 Wochen. Und dann kennst du ja. Ach guck mal, wir haben hier einen GmbF-Athleten. Heiko, wenn du den Mann so betrachtest, ja. Ist das natural machbar? Ja.
Ja, okay. Er sagt auch, ja, der ist GmbH-Athlet. Sieht man an den Schultern. Mal den ja, die Schultern, da ist es keiner zu Hause. Ne? So, natürlich wollen wir gucken. Er wurde zwar getestet auf der GmbH, aber wir lassen uns hier nicht verarschen. Das ist ein Lügendetektor. Okay. Guck nicht so viel, okay, frag nicht. So, jetzt geht's los. Stromschlag, hä? Gibt's auch, aber ich habe den Stromschlag natürlich ausgeschaltet. Ja, mach an. Wenn du lügst, dann gibst du mir einen Nackenschlag. Den Stromschlag hier, Alter. Kanickel-Fangschlag direkt. Ja, Mann. War richtig. Du bist natural. Zeig mal deinen Bizeps. Was sagt die Jungs? Der ist Neddy. Den braucht man gar nicht fragen, ne? Du bist sowas von natural. Ich sag dir eins, Paul, du bist am Arsch, ne? Weißt du, wie irre der trainiert? Ich meine das wirklich ernst. Das ist geisteskrank. Ich kann es mir vorstellen. Aber ich weiß auch, dass du das durchziehen wirst. Schlimmer als Tim Gabel? Tausendmal. Weil der triezt dich ja. Der steht ja neben dir und feuert dich an. Okay. Und du willst ja nicht als Pussy da stehen und einfach aufhören, ne? Entschuldigung, die Dame. Haben Sie Zeit für eine Umfrage? Ja. Alter. Ja. Wir haben immer Zeit. Für dich. Also, für dich immer. Eigentlich wollte ich dich fragen, ob du auf Stoff bist, aber das sieht mir alles viel zu natural aus. Aber bei dir wird das ein oder andere Mal von den Leuten hier wurde unterstellt, dass da irgendwie Brazilian Buttlifting betrieben worden ist. Stimmt das? Bei mir? Ja. Nee. Sicher? Ja. Könntest du dich dem Lügendetektor-Test stellen? Ja. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob du auch die Wahrheit sagst. Mensch. Ist der Booty echt oder auch fake? Der ist echt. Ja. Super, hast du hart trainiert? Ja. Sehr schön. Zwillinge. Bitte? Zwillinge. Auch noch. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Nach diesem ganzen Stress muss ich mir erstmal 3 Kapseln Arschwarm-Pro reinknallen, damit mein Stresshormon gesenkt wird. Wie ihr wisst, haben wir aktuell 20% auf alle Vitalstoffe. Ihr könnt mit dem Code William bei ASN.com euch den besten Deal sichern. Und jetzt würde ich mal sagen, geht's weiter mit dem geilen Video. Ganz kurz, gibt es hier eine Challenge oder so? Naja, quasi die Challenge ist, dass wir die NFL-Combine-Ergebnisse haben bei Benchpress. Die haben unten aufgestellt pro Positionsgruppe und die Leute müssen halt den gleichen Kampf wie immer im Fitness machen gegen sich selbst. Ne? Und dann können sie sich mal einschätzen. Ist das nur Bankdrücken? Nee, wir haben Bankdrücken mit 100 Kilo, Weitsprung und hatten bis gestern, bevor die Technik kaputt ist. Was ist denn der aktuelle Rekord mit 100 Kilo? Heute hier von den Gästen, glaube ich, 36. Machen wir das. Ich denke mal schon. Komm, komm, jawohl. Aber sehr geil, Digga. Rekord geknackt? Den Rekord, der hier aufgestellt wurde, ja. Okay. Super, das ist gut. Falls du noch einen Vertrag brauchst, sag Bescheid. Ja, genau. Ich krieg einen NFL-Vertrag, habt ihr gehört? Oh, scheiße. Das hab ich so nie gesagt, aber okay, wir geben unser Bett. Sofort herkommen. Wir sind hier von der Netti-Polizei. Die sind uns direkt hier aufgefallen. Das sieht hier ganz verdächtig aus hier. Das stimmt nicht. Sind sie natural, ja oder nein? Ja. Nö. Leg die Hand auf den Lügendetektor, wir werden das jetzt raus. Wir haben einen Lügendetektor-Test dabei. Können wir den einmal testen bei dir? Gern. Ich glaube, das Ding ist im Arsch, Alter. Der geht immer auf Ja. Muss ich kurz aufladen. Ja, wenn du keine Stromschläge mehr gibt, musst du sagen, dann gebe ich Nackenschläge. Der muss ich kurz aufladen. Der testet gerade deine Naturalaura. Hör mal, das Ding war schweineteuer. 695 Euro. Scheiße. Bei der Hast du Kassenzettel noch? So, nee. Er lügt. Nein. Ist auch kann Stopp. Nicht sein, kann nicht sein. Stopp. Hör mal, stopp. Angenehm. Oh. Jetzt haben wir den richtigen Kandidaten. Moin, grüß dich. Ich war gestern nicht da. Stefan Liebenschneider. Wir sind von der Netti-Polizei. Genau. Also. Habe ich den Rechnung für dich? Nee, wir wollen von dir wissen. Bist du drauf oder bist du nicht drauf? Auf was? Stoff? Was? Egal. Natürlich nicht, weißt du doch. Du kannst okay, lange noch. Hier haben wir einen Lügendetektor. Und jetzt bin ich gespannt. Los da mit der Foto jetzt hier, Mensch. Wenn der jetzt grün zeigt, dann weiß ich, dass das Ding im Arsch ist. Warte mal, mach den Finger da richtig drauf, ja, ey. Der muss richtig messen hier. Was hat der für. Der hatte riesige Wachsplanken, ne? Guck mal, so riesige Wachsfinger. Was willst du mir erzählen? Ja, Max Schädel, Alter. Ich glaube, unser Gerät ist diesmal wirklich jetzt im Arsch. Also ich meine, also 3 Gramm musst du mindestens reinrechnen. 3 Gramm auch noch. Minimum. Aktuell. Also ist total im Arsch. Ich kann dir Storys von Heiko erzählen oder 4 Augen, aber nicht hier. Wir brauchen noch einen Videotitel. Nein, du bist alt, du hast die Hälfte vergessen. 13 Gramm war mein höchstes, glaube ich. Geht immer noch. Also labert mich doch nicht voll. Das war auf der GmbF 2019. Was sagst du dazu? Das bezweifle ich. Das sieht mir schwer nach Bühne aus. Wann geht's denn das nächste Mal für dich auf die Bühne? Morgen. Die Jungs wollen, dass ich jetzt einen Stoffer suche. Also, hast du einen kurzen Moment? Ja, ich spreche Deutsch. Do you speak German? No. English? Yes. You understand English? We have a question for you. We are searching for natural bodybuilders. Research. Are you one? Are you a natural bodybuilder? No, half. Oh, do you want to do a liar test? Hast du schon Nein gesagt? Nein? Dann ist gut. Gut. So, have a great day. Ja,
Hi, die Jungs, den können wir direkt nehmen hier. Die Jungs können wir direkt nehmen. Der sieht doch breit aus hier. Nein, der sieht breiter aus. Das ist so das Oberteil, was dich so breit macht, Freunde. Scheiße ist das, da habt ihr mich voll verarscht. Wir fragen hier Leute nach ihrem Naturalstatus, aber wenn du sagst, du siehst schmal aus, dann... Aber ich glaube, der Typ will uns hier... Komm mal ein bisschen näher, Junge, lauf doch nicht weg von mir. Ich glaube, der will mich hier hinter das Licht führen. Ey, Fake-Stoffer, was sagst du denn? Der sieht mindestens... Das ist ein guter Kollege hier, weil der verdeckt gut mit seinem Shirt. Das könnte natürlich eine optische Täuschung sein. Er könnte aber auch ein brutaler Bodybuilder sein. Ich bin kein brutaler Bodybuilder. Ich glaube auch nicht. Nein, ich glaube, er sagt die Wahrheit. Lügendetektor ist eh kaputt. Hier, noch nicht. Noch nicht. Aber noch ein bisschen Zeit. Jetzt kommen wir zu... Wie viel Zeit brauchst du noch? Ich bin 30, aber ich brauche noch ein bisschen. Wo ist deine Zeit, Alter? Gib Gas. Jetzt kommen wir zur wichtigsten Frage. Ja? Du bist ja schon 30. Die Zeit läuft dir langsam davon. Überlegst du nachzuhelfen, damit das Ganze ein bisschen schneller geht, damit du ein bisschen Zeit sparst? Noch nicht. Noch nicht? Noch nicht. Worauf wartest du denn? Machen mit 70 oder was? 20. Erstmal überlegen. Aber das noch heißt doch, dass es bald stattfinden wird. Nein, ich bin ja schon alt. Jetzt ist er alt. Dann muss man ja sich auch über die Gesundheit überlegen, ne? Das stimmt. Und Gesundheit. Grundsätzlich. Was ist Gesundheitssport? Du bist Fitness. Typ so. Genau. Kein Bodybuilder. Nö. Falsche Meinung. Aber da hast du aber hier, wenn du kein Bodybuilder da bist, da müsstest du eigentlich im Gym Aesthetics hier kommen. Die Oldschool-Pumper-Klamotten an. Das heißt ja nicht, dass da auch einer drinsteckt. Gib nicht so viel Geld für sinnlose Tattoos aus. Kauf dir mal eine Testo, Alter. Kann man bei ihm mit Karte zahlen? Ja, ja klar. Was kann man denn da bezahlen? Testo? So einen, nehmen wir noch, ne? Das ist das chaotischste Video, was ich jemals gedreht habe. Aber es ist einfach unmöglich, hier irgendwas zu drehen. Es geht nicht. Wir brauchen noch so einen richtigen Brecher. Ja, hier noch eine Paule. Nein, zum Befragen. Ich habe die Jungs bereits gerade schon getroffen. Wollt ihr euch einmal vorstellen? Ihr seht so exotisch aus. Ich wollte euch unbedingt im Video mit dabei haben. Ja, cool. Du bist der? Ich bin Marc, hi. Marc und du? Ich bin Marlon. Ist das jetzt, das ist eine ernst gemeinte Frage, Marc und Marlon, ist nicht böse gemeint. Lauft ihr den ganzen Tag so rum oder ist das so ein Kostüm für die FIBO? Nee, wir laufen den ganzen Tag so rum. Okay, zweite Frage. Seid ihr auf Stoff, ja oder nein? Natürlich nicht. Okay, warum nicht? Bist du auf Stoff? Ja. Ich nicht. Mein Beileid. Nee, Spaß beiseite. Sieht aus wie Stuten-Andi, der gerade aus einem Manta gestiegen ist. Kann das sein? Nee, ich habe eine Corvette. Corvette. Was? Ja, geil. die Jungs sind aber cool. Das gefällt mir. Das ist ausgefallener Style, ne? Ja, danke dir. Excuse me, guys. What sport are you doing? What sport? Yeah. Tennis. Okay, I thought so. You? BMX. We have a lie detector with us. Yeah. And we want to know if you're natty or not. Shit. I am actually an actual limit, yes. I have been for 5 months. Okay. Lie detector test. Where's the? Where's the Heiko? Where's the test? Huh? Where's the test? Your test. It's weg. Okay, we have kein Test. I'll tell you what I do. I'll show you old pictures of me, and then you definitely know I'm natty now. Okay, you want to see some old pictures of him? He was also natty back then. Yeah? He looks natty now, right? It's the same time like Marcus Real, my time. My prime time is like Marcus Real, yes. Amazing. Off season was 152 kilos, and on stage 125. Who was bigger, you or Marcus? No. Marcus bigger. Okay. Yes. Er ist die Number One hier in Germany. Ich denke mal, das war das chaotischste YouTube-Video ever. Ich hoffe, der Cutter konnte überhaupt was Gutes da zusammenschneiden. Ihr hattet einen kleinen Eindruck, ein paar Eindrücke von der FIBO. Danke an die Jungs. Und ich denke mal, ihr habt euch jetzt auch mal kennengelernt. Nicht nur über Ansagen im Internet. Es kommt zum Showdown. Habt ihr euch schon verabredet? Ja, wir gehen jetzt mit Paul kleine Babylämmer schlachten. Und dann verpissen wir uns hier einfach wieder. Paul, was sagst du dazu? Ich esse nur Tofu, ich bleibe bei Tofu. Aber Jungs, ich kann euch ganz kurz was sagen. Wir stehen hier, hier ist ein fetter Grillwagen und der Paul kam gerade raus und sagte, oh, das riecht aber lecker nach Burger. In diesem Sinne, also, der Thunfisch. Sag nochmal, was die Leute machen sollen. Abonnieren, teilen, liken, penetrieren. Richtig. Danke, ciao.